Wir haben heute den 6.5. Wir befinden uns in Miami Hotel Rittruf. Kommen gerade vom Frühstücken. War alles relativ bescheiden, aber das ist auch nur so ein Übernachtungshotel. Dann geht es von hier aus ab zum Flughafen, zum Hafen und auf Kreuzfahrtschiff. Nur mal kurz einen Rundumblick hier von diesem Hotel aufzeichnen. Also nichts Besonderes für die Klasse, wenn überhaupt. Hier ist ein armes Sünderbänkchen für Raucher. Bisschen Wind haben wir hier, leider noch keine Sonne. Jedenfalls hier in dem Teil, wo wir uns aufhalten. Das ist einfach alles für den Schatten ausgelegt. Und dann gucken wir mal gleich, wie das weitergeht. Wir sind hier am Miami Hafen. Und hier im Hintergrund sieht man unser Kreuzfahrtschiff, die MS Divine. Da ist das, glaube ich. Wir wollen jetzt mal versuchen, zur B-Side zu kommen. Angeblich ist das ganz kurz zu laufen. Und wenn wir mal hinmarschieren, unser Schiff legt erst um 19 Uhr ab, sodass wir jetzt, wir haben jetzt gerade mal 10 Uhr oder so, noch eine Menge Zeit haben, mal zu gucken, was los ist. Ja, okay, wir sind jetzt genau wieder da, wo wir eigentlich nicht hin wollten, auf irgendeiner stark befahrenen Straße in Miami. Mal laufen wir so über eine endlos erscheinende Brücke und wissen im Grunde gar nicht, wo wir ankommen. Wir wollten da zur B-Side, aber die müssen erstmal finden. Und vor allen Dingen müsste das auch erreichbar sein. Temperatur im Moment so 20 Grad, etwas windig, blauer Himmel. Wird also schon schön werden. Ja, nochmal ein Blick auf Miami. Man hört und sieht ja die Fahrzeuge langlaufen. Wir werden uns weiter mal bemühen, diese B-Side zu finden. Und wenn ich hier so drauf gucke, dann nimmt die Brücke überhaupt kein Ende, wo wir uns gerade befinden. Die Seite von Miami Beach. Sind immer noch auf der gleichen Autobahnbrücke. Direkt vor uns ist das Kreuzfahrtschiff, mit dem wir heute Nachmittag die Karibik-Kreuzfahrt durchführen, unter anderem auch nach Amerika und dann nachher noch nach Nassau, Bahamas. Mal sehen. Wetter ist gut, nur hier oben auf der Brücke richtig schön Wind. Halte nicht aus. Ja, Brücke ist immer noch endlos. Aber irgendwann werden wir unser Ziel auch hier erreichen. Nochmal Miami Hafen. Immer noch Wind. Vorwiegend.
das ist Miami Bayside, also die Hafenseite. Und wir haben jetzt 10 Uhr morgens, wunderbares Wetter, 25 Grad ungefähr mit Wind. Das wird heute wahrscheinlich so um die 30 Grad werden, schätze ich. Kleinen Schiffe, mit denen man also Hafenrundfahrten machen kann. Ist auch sehr interessant. Und heute allerdings nicht mehr zu. Hardrock-Café, sowas gibt es ja auch, wie in fast jeder größeren Stadt. So, jetzt gucken wir mal, wo wir einen Kaffee trinken können. So, jetzt haben wir so eine kleine Stelle gefunden in der Sonne zum Kaffee trinken am Hafen von Miami Beach. Brauchen darf man auch. Da ist die Welt ja schon in Ordnung. Trinken gibt es hier jede Menge. So, wir haben uns zwei Kaffee bestellt. Das waren auch schon mal andere Zeiten.